herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg ins Nord gefunden haben und wir heute hier zum dritten Mal nacheinander eine Spielzeiteröffnung versuchen unter neuen Bedingungen. Herzlich willkommen. An meiner Seite, wie in den letzten Jahren schon zur Tradition geworden, Jörg Bocho, unser Chefdramaturg. Und wir versuchen heute wieder im Laufe einer Stunde Ihnen einen kleinen Ausblick zu geben auf das, was wir in der anstehenden Spielzeit in der Saison 12-13 für Sie vorbereitet haben. Unsere Spielzeit, damit würde ich gerne beginnen, steht tatsächlich unter wieder sehr besonderen Vorzeichen. Und ich will den Blick nicht zu lange zurückschweifen lassen, aber zwei, drei Sätze ist mir doch wert. Wir hatten in der vergangenen Saison unser 7. Jahr und das hat sich auch in aller Fülle verwirklicht. Das heißt, vor einem Jahr saßen wir mit Ihnen noch in der Thüringenstraße, haben dort eine geteilte Saison angekündigt mit einem Rückumzug, einer Wiedereröffnung des Schauspielhauses und der Überzeugung, dass wir dann eine Repertoire-Linie eröffnen können, zumindest über anderthalb Jahre und in gesicherten Gewässern unterwegs sein werden. Das hat sich so nicht eingelöst. Im Dezember und Januar sind Störungen aufgetaucht, die uns zwar nicht mehr davor schützen konnten, zurück ins Haus umzuziehen, was wir dann auch mit Aplomb versucht haben zu machen, sondern klarstellten, dass wir aus dem Haus nochmal raus müssen. Und dass wir jetzt hier sitzen, dass wir jetzt wieder eine neue Spielstätte eingerichtet, spielfähig gemacht haben. Sie sehen hinter uns Teile des Bühnenbildes für die erste Premiere. Das ist für mich, für uns alle eigentlich auch ein kleines Wunder. Und es ist ein Vertreter derer, die sich von Seiten der Stadt dafür mit stark gemacht haben. Unter uns ist der Baubürgermeister Herr Hahn, stellvertretend für alle von außen, aber von mir aus hier auch nochmal für alle, die im Haus daran gearbeitet haben, dass das hier wirklich ist, einen allerherzlichsten Dank. So, jetzt richten wir den Blick nach vorn. Arbeit ohne Netz. Wir haben kein Repertoire. Wir fangen alles neu an. Jede Premiere gilt. Wir spielen en suite. Es ist da, es wird gespielt, es ist weg, es kommt was Neues. So wird es wieder sein. Und unser Spielzeitthema Garten der Lüste nach dem Triptychon von Hieronymus Bosch steht über dieser Saison. Wir sind da auch sehr glücklich, dass wir das als Thema, als Komplex erhalten konnten, trotz der Widrigkeiten. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns jetzt hier wieder versammeln, dass das Ensemble, dass das Team in der Dramaturgie und in der Leitung, dass die Gewerke im Haus, Technik, Beleuchtung, Ton, die Ankleiderinnen, Ankleider, die Abteilung Maske, das Personal, was sich um sie kümmert, wenn die Vorstellungen laufen, sich alle hier neu einstellen. Ja? Das ist natürlich auch eine Animation. Also wir hatten vor einer knappen Woche unsere Auftakt-Ensembleversammlung und ich glaube, dass uns die Widrigkeiten eher noch ein Stück zusammengebracht haben, dass es eine große Konzentration gibt und einen großen Willen. Die Proben laufen auf Hochtouren und insofern sind wir startklar, in den Garten der Lüste einzutreten. Und dazu wird Ihnen Jörg jetzt vielleicht kurz noch etwas einleitend sagen. Ja, Garten der Lüste, wir haben auch ein Bild vorbereitet, das ist ein bisschen unscharf, sehen Sie gleich, draußen ist es besser, das ist das, was wir jetzt mit dem Video schnell hier hinbekommen haben. Sie sehen trotzdem, es ist so unfassbar viel auf dem Bild, dass man es ohnehin auf einen Blick gar nicht erfassen kann. Das war auch ein Grund, warum wir uns dafür entschieden haben. Wir haben uns also wieder auf die Suche gemacht nach einem großen zentralen Kunstwerk, von denen wir uns inspirieren lassen, daraus einen Spielplan zu entwickeln. Und wir haben in der Literatur, sind wir ja schon relativ weit, gleich am Anfang gegangen mit Faust, Ulysses. Da ist dann immer die Frage, wo landet man dann? Was gibt es da noch Großes? Die göttliche Komödie, die Bibel. Aber wir wollten ja auch nicht zu vermessen sein.
Und dann haben wir uns erinnert sozusagen an dieses Bild, das für uns als junge Menschen sehr früh schon so eine Art Wahrnehmungsschock ausgelöst hat, dass man ein Bild sieht, das einen überwältigt, das man nicht sofort versteht. Und dann sind wir ganz persönlich, die wir sozusagen in der DDR aufgewachsen sind, da gab es diesen großen Bildband von Frenger, wo das als eine große, fast visionäre, positive Utopie dargestellt wurde, der Mittelteil. Und man kam immer in Zweifel, kann das denn stimmen? Da ist doch diese unwahrscheinliche Höllendarstellung auf der anderen Seite des Triptychons. Wie steht das im Zusammenhang? Schon im Garten Eden wimmeln merkwürdige Getiere herum. Also wo sind diese Verbindungen und diese Ambivalenz hat uns dann interessiert. Inzwischen gibt es ja viele, viele Interpretationen, uns mit diesem Garten der Lüste, was steckt da an Energie, an Geheimnis dahinter zu beschäftigen. Natürlich können wir vieles gar nicht mehr so einfach erschließen. Der Kanon auch eines religiösen Weltbildes ist uns ja so gar nicht mehr erhalten. Aber uns hat dann ermutigt, dass auch schon die Zeitgenossen oder die, die kurz nach Bosch gelebt haben, rumgerätselt haben, was das Bild denn sei. Es hat verschiedene Titel auch bekommen. Und interessanterweise ist es ja über Herzog Alba dann an den Hof von Philipp II., in Besitz Philipp II. Gekommen. Also sozusagen die Verlängerung der Carlos-Geschichte kann man auch in diesem Bild sehen. Und es hat, obwohl es so alt ist, so etwas Modernes, weil es sozusagen in einer Komplexität simultan alles gleichzeitig abbildet. Und es stellt die Frage, wenn es Schreckliches gibt, wie kann man das ertragen? Wie schafft man so eine dunkle Fantasie in der Kunst erlebbar zu machen? Und das ist ja auch etwas, was uns als Theater beschäftigt. Wie können wir auch die dunklen Seiten des Lebens, die schrecklichen Themen, die einen auch beschäftigen, sinnvoll, sinnlich machen, dass sie in der Kunst verhandelbar werden? Und das ist eine interessante Technik, die hier zum Beispiel Bosch gewählt hat. Das war einer der Ausgangspunkte für unsere Auseinandersetzung. Daraus haben wir dann Spielplanideen entwickelt und konkrete Stücke und Projekte. Und wir werden uns natürlich mit dem Bild weiter beschäftigen über das Jahr. Wir werden am 4. November gemeinsam mit Professor Nils Büttner von der Akademie für Bildende Kunst eine Veranstaltungsreihe hier beginnen im Foyer, wo Sie dann das Bild auch immer in der Reproduktion zum Vergleich vor sich haben. Es wird eine Art Vortrag, Gespräch geben am 4. November um 18 Uhr und dann werden wir einmal im Monat dort eine Veranstaltung machen. Das können aber auch Performances sein, es kann auch etwas mit Essen zu tun haben. Also es wird eine vielschichtige Veranstaltungsreihe sein, zu der wir Sie herzlich einladen, tiefer einzudringen in die Geheimnisse dieses Bildes und sich sozusagen über die konkreten Vorhaben der Spielzeit noch weiter davon anregen zu lassen, und ich würde mich freuen, Sie dann auch dort begrüßen zu können. Vielleicht gehen wir mal zurück auf unser Logo, damit der Eindruck, dass man zum Augenarzt muss, nicht zu sehr greift. Wir haben es wirklich gestern 3 Stunden versucht, das Bild ist halt so komplex, man kriegt es nicht auf die Pixelzahl, aber Sie können es auch in unserem Internetauftritt anschauen. Dort haben wir sogar Aktiva eingebaut, das heißt, Sie finden das komplette Ensemble in diesem Bild versteckt. Sie haben kleine Links zu bestimmten Situationen im Bild, die sich dann auch bewegen. Und in diesem Sinne, dass man spielerisch mit dem Gemälde als Grundlage umgeht, verstehen wir eigentlich auch den Einstieg in die Spielzeit. Und ergänzend zu dem, was Jörg gesagt hat, für mich ist die Komplexität des Bildes, das heißt also die Unmöglichkeit, es insgesamt oder vielleicht unter einzelnen Perspektiven zu erfassen, das, was mit unserer Zeit zu vergleichen ist. Das heißt, von welchem Standpunkt aus schaut man sich etwas an und was zieht man daraus für Schlüsse? Das Bild ist 500 Jahre alt. Die Gesellschaften haben sich extrem geändert. Das Bild ist immer noch da und es gibt andere Rätsel auf als vor 500 Jahren. Aber es bleibt spannend und hat etwas mit unserer Suche nach dem Sinn, nach dem Zusammenhang der gesamten Konstruktion Gesellschaft zu tun. Und vielleicht ist das als Absprung in unser erstes kleines Interview ganz gut.
Ich bitte zu uns hier hoch auf das kleine Podium Katja Baumann. Katja Baumann. Katja Baumann hat ja auch in den vergangenen Spielzeiten öfter schon hier gesessen. Und es hat zwei Gründe, dass wir uns heute auch kurz unterhalten. Der erste ist, dass Katja eine der beiden Eröffnungspremieren inszeniert. Und der zweite ist, dass Katja Baumann zusammen mit Katrin Spira 2 Jahre lang die künstlerische Leitung des Nord innehatte. Aber bevor wir darauf Bezug nehmen, kommen wir vielleicht zu Salmans Kopf und zu dem, was am Anfang als Premiere geplant ist. Ja, Salmans Kopf, seine Uraufführung. Der Verlag war sich gar nicht so sicher, wie man mit dem Text umgeht. Du hast sofort zugesagt, dass du das machst, dass du das inszenierst. Kannst du sagen, was dich daran sofort hat zusagen lassen? Ja, also zum einen hat mich sofort zusagen lassen, dass ich dass ich den Text gelesen habe und irgendwie einen großen Spaß an dem Humor hatte, den die Gebrüder Presnjakovs da drin entwickelt haben. Und zum zweiten diese absurde Ausgangssituation und die Groteske, in der sich der Plot dann weiterentwickelt, waren eigentlich das, was mich am meisten daran fasziniert hat. Vielleicht ganz kurz was zum Inhalt des Stückes. Es geht um Salman, einen Schriftsteller, der ein großes Problem hat. Er hat eine Schreibblockade und steckt in einer tiefen künstlerischen Krise. Aus seinem Kopf will einfach nichts rauskommen, was auch nur im Entferntesten sich zu einem Roman oder einem Theaterstück, das verkauft werden könnte, oder noch besser, also woran er noch mehr knappst, sich zu einem Nobelpreis entwickeln könnte, in irgendeiner Form verwandeln lassen könnte. So. Während Salman in einer tiefen künstlerischen Krise darüber steckt, steckt seine Familie in einer ganz anderen Krise deswegen, weil mit dem Schwinden der Kreativität des Vaters verschwindet auch nach und nach sein Ruhm und damit auch alles, was damit so mit Glamour und Luxus zusammenhängt. Das heißt, die Finanzen sind langsam aufgebraucht und man steht kurz vor der Situation, dass man jetzt selber ganz normal arbeiten gehen müsste, damit die Familie eben wieder weiter an ihrem Luxusstandards irgendwie festhalten kann. Um den Papa deshalb wieder in eine Kreativität zu versetzen, tut die Familie wirklich alles. Sie geben sich ganz große Mühe, sie improvisieren für ihn Theaterstücke, sie bomben ihn mit Themen zu. Und der Vater reagiert aber halt leider nicht wirklich begeistert, sondern findet eigentlich alles blöd, was die Familie vorschlägt. Also die sind wirklich sehr kreativ, muss man schon sagen, aber es ist einfach für ihn nichts Nobelpreisverdächtiges dabei. Und deswegen entscheidet die Familie, was ist an Papa noch was wert, wenn aus dem Kopf nichts mehr rauskommt? Sein Kopf selber. Und deswegen eröffnen sie ihm: Papa, wir haben uns überlegt, du hast doch irgendwann mal einen Roman geschrieben, der nicht so gut ankam und für den du geächtet wurdest und weshalb Leute die Fatwa über dich verhängt haben. Wir haben uns entschieden, die haben damals 1 Million für deinen Kopf geboten. Finden wir eine super Sache, wir köpfen dich und verticken deinen Kopf im Internet. Meistbietend. Ich verrate jetzt nicht, wie das Ganze ausgeht. Vielleicht sei noch so viel gesagt, es kommt zufällig noch ein Schlachter und ein russischer Oligarch vorbei. Und das Ganze dreht einige groteske Wendungen und wenn Sie wissen wollen, wie es ausgeht, kommen Sie ins Nord. Sie haben es ja schon gehört, im gewissen Sinne ist das Stück natürlich eine Frechheit für den Presnjakovs, weil sie etwas machen, nämlich eine lebende Figur als Vorlage zu nehmen für eine Fiktion, aber man hat natürlich immer wieder die Rückspiegelung zu der realen Figur. Und wenn man jetzt Dokumentation im Fernsehen wieder sieht, wird das ja auch wieder hervorgeholt. Das ist ja gar nicht so alt, die Geschichte, ist ja noch nicht beendet, die Realgeschichte. Wie gehst du damit um als Regisseurin? Lässt du das ganz beiseite oder verändert sich sozusagen der Blick auf das Stück, auch wenn man immer wieder es vergleicht mit der realen Geschichte? Na, ganz beiseite lassen kann man es nicht. Natürlich, man liest schon die Überschrift den Titel des Stücks Salmans Kopf und denkt natürlich sofort an Salman Rushdie. Also da kommt man ja gar nicht drum herum. Ich habe mich im Vorfeld viel mit der Biografie von Salman Rushdie beschäftigt, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, kann man es denn machen so? Also auch in so einem Text. Die Brüder Presnjakov zeichnen sich ja dadurch aus, wer sich an Vor der Sintflut erinnert, was ja im Kammertheater hier aufgeführt wurde durch Claudia Bauer.
dass sie sich eigentlich immer Tabuthemen nehmen. Also vor der Sintflut war es ja die Geschichte der Arche Noah, die dann irgendwie durch den Kakao gezogen wird. Die suchen sich immer so heilige Kühe und haben da eine Freude dran, daraus dann absurde Situationen zu entwickeln. In Bezug auf Salmans Kopf haben wir uns dann entschieden, also natürlich gibt es Anlehnungen an Salman Rushdie, aber die Figur wird immer wieder so gebrochen, dass ich sie trotzdem eigentlich als fiktionale Figur begreifen würde. Also es hat ein Fundament, es hat eine Basis auf der Biografie von Salman Rushdie, darüber funktioniert auch der Humor. Sie werden da auch sicher in Kostüm und Maske einen kleinen Schritt in die Richtung machen. Aber letzten Endes ist es für mich eine fiktionale Figur und ist eigentlich, was der Salman Rushdie auch ist, für mich der Prototyp des intellektuellen Künstlers im 20. und 21. Jahrhundert. Wenn man die Berichterstattung aktuell verfolgt, ist ein schnell gemachtes Video, was fahrlässig mit einem Glaubenshintergrund umgeht, Auslöser für Gewaltakte. Dass die Brüder Presnjakow sich so eine in Anführungsstrichen Frechheit leisten als Autoren. Das ist ja erstaunlich. Ich würde jetzt mal sagen, ein Gegenwartsautor deutschsprachiger Herkunft würde damit gar nicht so einfach durchkommen. Und wir machen jetzt damit eine Premiere. Gibt es da auch ein gewisses Bibbern, dass man da politisch unkorrekt liegen könnte als Regisseurin? Naja, ich sage jetzt mal no risk, no fun. Ich habe so eine kleine Vorerfahrung, weil ich ja schon mal ein Holocaust-Kabarett gemacht habe und habe da so die Erfahrung gemacht, und das hoffe ich für Salmans Kopf jetzt eben auch, dass man darüber im positiven Sinne auch Fragen und eine Auseinandersetzung mit Themen hervorrufen kann. Und deswegen eigentlich, also ich hätte jetzt keine Angst, dass irgendwie meine Wohnung angezündet wird oder so. Das wollen wir auch nicht hoffen. Ich versuche mal, kurzen Bogen zurückzuschlagen. Katja Baumann hat als Regieassistentin und junge Regisseurin den Weg zu uns gefunden, hat hier 3 Jahre als Assistentin gearbeitet, mit verschiedenen Regisseuren zusammen, sehr oft mit Volker Lösch, hat dann eigene Inszenierungsversuche und Inszenierungen im Spielplan hier realisieren können. Und wir haben uns vor 2 Jahren dazu entschlossen, Katja zusammen mit der jungen Dramaturgin Katrin Spira als künstlerisches Leitungsteam hier im Nord einzusetzen, um einfach zu sichern, dass es eine persönliche Anwesenheit, eine persönliche Verantwortung gibt für das Ingangsetzen einer neuen Spielstätte. Was würdest du, Katja, jetzt nach den 2 Jahren und zu einem Zeitpunkt, wo du dich frei als Regisseurin ins deutsche Theater stürzt, als Haupterfahrung nennen? Als Haupterfahrung. Ich glaube, dass die Haupterfahrung für mich war in den letzten 2 Jahren, also dadurch, dass das Nord ja auch so ein neuer Ort war, der vorher noch gar nicht gelebt hat, also erstens, wie interessant es sein kann, so einen Ort zu versuchen zum Leben zu erwecken, wie schwierig das manchmal auch ist, aber wie schnell das dann auch klappen kann, wenn man ein Publikum hat, das sehr interessiert ist. Und für mich natürlich ganz persönlich war so die Haupterfahrung auch, wie es ist, mit einer Mannschaft, also mit einer größeren Mannschaft als jetzt im Inszenierungsteam umzugehen. Und da habe ich hier im Nord einfach total viel Glück gehabt, oder wir, Katrin und ich, weil das ja eine ganz tolle technische Mannschaft ist, die da am Start ist und die uns sehr unterstützt haben, auch in den kleinen Formaten, die wir so versucht haben, zum Beispiel eben Praxis Löwenvorwohnen oder eine Konzertreihe, die wir am Start hatten, Parallax Kosmos. Und deswegen für mich so die Haupterfahrung aus den letzten 2 Jahren war eigentlich, wie man so einen, sag ich jetzt mal, größeren Apparat irgendwie zusammenbringt und wie man es schafft, das dann wieder in eine Verbindung zum Publikum zu setzen und so eine Grundatmosphäre zu versuchen, in ein neues Gebäude reinzubringen gemeinsam. Also die Antwort ist typisch für Katja Baumann, zurückhaltend und bescheiden. Die Aufgabe war immens groß, das will ich einfach hier mal sagen. Viele unserer Zuschauer haben den Weg nämlich nicht sofort hierher gefunden. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen ähnliche Rückmeldungen und auch Probleme zu lösen haben. Aber dass jemand sich persönlich hier in dieses Haus stellt, mit einer Technik neu anfängt, sie sind jetzt gerade alle den Gang hier lang gegangen,
Auch unsere Mitarbeiter gehen den täglich. Einige haben sich, als das hier anfing, dann einen Roller zugelegt, damit das Gehalt nicht als Wegegeld ausgezahlt wird. Und diese ganzen Kleinigkeiten summieren sich auf, und in so ein Haus einen Geist reinzubringen und eine Gemeinsamkeit zu stiften und eine Verlässlichkeit, das hat Katja Baumann mit Katrin Spira geschafft, zusammen mit der technischen Mannschaft, die hier draußen arbeitet. Und damit irgendwie das Fundament für eine künstlerische Arbeit in einer neuen Spielstätte gelegt. Und dafür will ich mich an der Stelle sehr herzlich bedanken. Viel Erfolg für die Premiere und für alles, was kommt, Katja. So, jetzt würden wir gerne ganz kurz etwas zu den geplanten Premieren sagen. Stichwortartig, Jörg. Ja, wir fangen an mit der ersten Premiere, die den Titel hat Ratgeber für den intelligenten Homosexuellen zu Kapitalismus und Sozialismus mit Schlüssel zur Heiligen Schrift. Sie merken, ich habe das schon ein paar Mal geübt, also ich kann das jetzt schon sagen. Der große Titel von Toni Kuschner, das ist eine große Familiengeschichte, die Kuschner zusammengebaut hat, um eine reale Figur, einen ehemaligen linken Abgeordneten im Kongress der USA und dessen Familiengeschichte, und es wird die Geschichte auch vieler linker Bewegungen der USA der letzten 50 Jahre mit integriert, wird aber in ein wirklich ein Panorama gegossen, in dem extrem verschiedenste Positionen, Lebenshaltungen, Sehnsüchte aufeinandertreffen. Alle arbeiten sich an einem Vater, einem Übervater ab. Und Kuschner hat den Stücktitel zusammengebaut aus Bernard Shaw und Baker Eddy, ganz widerspenstige, gegensätzliche Literaturen. Und er hat es aber mit einer solchen Portion Humor versehen, dass man immer wieder auch von dem Schrecklichen, was da zwischen den Figuren passiert, in das doch auch komische und lebensnahe kommt. Und das Ganze findet hier auf dieser Bühne statt. Sie sehen ein bisschen was im Hintergrund. Mehr wollten wir jetzt nicht zeigen, weil wir hoffen, dass Sie dann ab Freitag kommen und die Premiere inszeniert von Thomas Dannemann sehen. Am Samstag, am 22.09. folgt dann Zahlen ins Kopf im Nord. Wir haben gerade darüber gesprochen. Eine Uraufführung bzw. deutschsprachige Erstaufführung zugleich. Brüder Presnjakow als Autorenduo, das haben wir angeschnitten, richten den Fingerzeig immer wieder auf Tabus. Es ist grotesk, es ist schnell, es ist ein Ensemblestück, und die Premiere wird sich dann quasi mit dem Ratgeber als Eröffnungspaket hier am ersten Wochenende vorstellen. Die nächste Premiere, die folgt, bezieht sich auf Einsame Menschen von Gerhard Hauptmann. Wir sind zu Gerhard Hauptmann immer wieder vorgestoßen in den letzten Jahren, haben darüber nachgedacht, welche Stücke relevant sind, haben uns diese Spielzeit gemeinsam mit dem Regisseur Stefan Rottkamp für Einsame Menschen entschieden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Johannes Fockerath, ein junger, aufstrebender Intellektueller, der eingebunden in die Alltäglichkeit in einer bürgerlichen Familie, Ehe, kleines Kind, im Hause der Eltern wohnend, versucht, seine Identität neu zu gründen. Es gibt eine Figur, eine Frauenfigur, auf die er sich bezieht, die ihn aus dieser Familienstruktur herauszieht. Es gibt einen Freund, der um ihn kreist, der ihn immer wieder darauf hinweist, wie sein Weg sein könnte. Und Fockerath findet diesen Weg zurück zu sich selber nicht. Dass man diesen Gerhard Hauptmann auch in den Kontext von Garten der Lüste stellen kann, war für uns eine Entdeckung. Das heißt also, dort ist das Prinzip der Intellektualität und gleichzeitig aber auch der Sinnlichkeit sehr komprimiert zusammengebracht. Und man ist erstaunt, wie dieser, der doch schon ältere Text, dann heute durchschlägt. Premiere ist am 13.10. im Nord. Wir schließen dann an mit einer besonderen Premiere, nicht weil der Titel so besonders ist, der Titel ist Tartüffe von Molière, sondern weil der Spielort für uns zumindest besonders ist, weil die Premiere im Nationaltheater Mannheim stattfinden wird.
Ich sage erst kurz was zum Stück. Molières vielleicht mitberühmtestes Stück als Gesellschaftskomödie, die zu seiner Zeit ja ein großer politischer Skandal war, um die Scheinheiligkeit, das Vortäuschen von Religion, von Moral, von Ideologie. Und das schlägt natürlich ganz deutlich in das Feld, unter welchen Maskeraden sich auch das Böse verbirgt, wie wir es bei Bosch sehen können. Und Tartuffe ist ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder auch als politisches Stück aufgeführt worden durch Arjen Nuschkin in Paris oder auch durch Dimitar Gotschew. Und Claudia Bauer wird das Stück mit unserem Ensemble inszenieren. Aber da wir ja die Bühne nicht zur Verfügung haben, jetzt einen ganz anderen Rhythmus bauen mussten auf der Bühne hier, ist es also zur Zusammenarbeit, zur sehr schnellen Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater Mannheim gekommen, sodass wir die Premiere und die ersten Vorstellungen am 21.10. und folgend in Mannheim zeigen werden und hoffen, dass das Stück dann später zurück auf die Bühne ins Schauspielhaus wandern kann. Damit Sie aber nicht so lange warten müssen, gibt es einen Zug, es ist nicht direkt ein Orient-Express, aber Mannheim ist ja nicht so weit. Also Sie können am Ende der Veranstaltung bei der Kasse gibt es ein Informationsblatt, wie man nämlich zur Premiere mit dem Zug, mit einer Theaterkarte, auch nach Mannheim hin und zurückfahren kann. Und wir hoffen, dass einige diese dann etwas kürzere Reise machen und uns und unser Ensemble auch vielleicht nach Mannheim begleiten am 21.10. Wir hoffen natürlich auch sehr, dass Sie wieder zurückkommen. Wir setzen dann fort hier auf der großen Bühne eine Woche später, am 26.10. mit einer Doppelpremiere. Stefan Kimmich wird sie inszenieren. Stallerhof von Krötz und Dradé von Stefan Kalusa. Das sind zwei kürzere Stücke, die aber einen Zusammenhang inhaltlich haben. Es geht nämlich um sexuelle Gewalt innerhalb einer Familie, einer kleinen Gruppe, also auf dem Stallerhof, wo eine Minderjährige verführt wird und die Auseinandersetzung darum bei Krötz in diesem modellhaften Stück. Und Stefan Kalusa ist eigentlich ein junger Künstler, der von der Fotografie, von der bildenden Kunst kommt und ein Zwei-Personen-Stück geschrieben hat, wo ein Vater auf eine Tochter trifft, die er in der Jugend missbraucht hat. Und diese Auseinandersetzung zusammengepaart mit Kreuzstück ergibt einen, glaube ich, sehr interessanten Abend, den Stefan Kimmich hier zusammengestellt hat. Und Stefan Kalusa, ein ganz junger Autor auf dem Theater, wird hier also damit auch seine Uraufführung erleben. Im Anschluss folgt eine Kooperation, eine Koproduktion mit dem Stuttgarter Ballett. Unter dem Titel Dancer in the Dark können Sie sich wahrscheinlich erinnern an einen Film von Lars von Trier mit Björk in der Hauptrolle. Der Film hat vor einigen Jahren Furore gemacht, weil er eine ganz kuriose Mischung auf die Leinwand brachte, nämlich die zwischen einer musicalhaften, choreografierten Struktur und einem sehr, sehr harten Sozialdrama. Die Geschichte einer jungen Frau oder einer Frau, die jünger Mutter ist und an einer Krankheit leidet, die sie zum Erblinden bringen wird, von der klar ist, dass die auch auf das Kind übergegangen ist, ringt sozial darum, sich Mittel zu beschaffen, zumindest für das Kind die Blindheit zu verhindern und wird auf diesem Weg ganz brutal betrogen, ausgenutzt und an den Rand der Gesellschaft gerückt. Wir haben uns gemeinsam mit dem Stuttgarter Ballett entschlossen, den Stoff zu bearbeiten. Christian Brey wird inszenieren und Marco Göke wird die Choreografien übernehmen. So eine Zusammenarbeit hat es noch nicht gegeben, das ist neu. Bin ich auch sehr froh, dass wir das jetzt in dieser Spielzeit als Kooperation mit dem Ballett realisieren. Es wird auch eine Wiederbegegnung mit Ute Hannig geben, die Sie vielleicht noch kennen. Die Ute Hannig ist ja nach Hamburg gegangen und hat zwischendrin aber auch hier im Blauen Boll gastiert in der Thüringenstraße und wird jetzt die Hauptrolle übernehmen in der Inszenierung, die am 28.11. hier in der großen Bühne Nord Premiere haben wird. So, jetzt machen wir einen kurzen Break, kleinen Ausflug zu Sibylle Berg.
Ich kündige hiermit gleich mal an. Am 1. Oktober werden wir hier in diesem Raum die erste Preview-Veranstaltung zur Vorstellung Ihres neuen Buches Vielen Dank für das Leben machen. Katja Riemann, Michael Brandt werden zusammen mit Sibylle Berg lesen und Mary Otscher, eine junge Sängerin, wird ebenfalls dabei sein. Das Buch ist bereits eine Zeit lang im Handel, es ist in der Besprechung gewesen. Es hat sehr gute Rezensionen erhalten und ich bin natürlich sehr glücklich, dass Sibylle Berg sich entschieden hat, diese Premiere hier nach Stuttgart zu verlegen. Also 1.10. hier in diesem Raum. Wir machen aber jetzt gemeinsam mit Gabi Hintermeier und Jens Winterstein einen kleinen Ausflug in Angst reist mit, die Uraufführung eines Stückes von Sibylle Berg, auf die wir später zurückkommen. Gabi und Jens, bitte. Sandspielkasten campen können. Unser erster gemeinsamer Urlaub. Nach langer Zeit, in der du unpässlich warst. Schau mal, ein Kolibri. Lass mich einfach mal in Ruhe. Bitte, kaum steht mein Körper in einem unvertrauten Umfeld, wird erwartet, dass er Gefühle entwickelt. Das verlangt doch keiner von dir, dass du jetzt hier an dieser Stelle ein Gefühl entwickelst. Das muss doch nicht sein. Hier sind außer mir überdies nur zwei völlig uninteressierte Mitreisende und einige lokale Pflanzen. Kakteen sind keine Pflanzen. Und selbst wenn, helfen sie kaum, ein Urlaubsgefühl aufzubauen. Mein Urlaubsgefühl baut sich hervorragend auf. Mir ist pudelwohl. Natürlich. Ich bin schwierig. Während deine Gefühle sich immer korrekt und aalgleich neuen Umgebungen anpassen. Du meinst Chamäleons. Natürlich bin ich nicht in der Lage, Fische von Reptilien zu unterscheiden und Kakteen von Pflanzen. Carla, beruhige dich. Du wolltest deine Spuren in der dritten Welt hinterlassen und nicht in Tirol wandern. Und nun? Bin ich wieder schwierig. Wie immer. Weil ich Prospekten glaubte, die mir einen perfekten Urlaub versprochen haben. Mit Garküchen, singenden Kindermönchen, ursprünglicher Herzlichkeit, Volkstänzen. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu müde, um etwas zu empfinden. Ich habe ein Kind geboren. Und ich werde dir immer dafür dankbar sein, aber das ist 33 Jahre her. Nenn mich nicht Carla! Am 7. Dezember werden wir in Nord eine weitere Uraufführung zur Premiere bringen, die der Regisseur und Autor Jan Neumann übernimmt und für uns auf den Weg bringt. Jan Neumann ist ja mit mehreren Arbeiten in den letzten Jahren in Stuttgart dabei gewesen. In der vergangenen Spielzeit hatten wir in Nord die Inszenierung frei. Und Jan Neumann gehört zu den Regisseuren, die sich sehr stark mit dem thematischen Faden, den wir versuchen zu denken, identifizieren. Das wird auch bei seiner nächsten Arbeit so sein. Störenfriede ist im Moment ein Arbeitstitel, der kann sich also nochmal ändern. Und Jan Neumann wird sich ganz klar mit der Triptychon-Aufteilung des Bildes von Hieronymus Bosch auseinandersetzen. Es wird vier Spielfiguren geben. Ursprünglich waren es mal drei, das heißt also auch dort soll diese Dreiteilung eine Rolle spielen. Und die Recherche zu dieser Arbeit geht also ganz stark von dieser Bildkonstruktion Paradies, Gesellschaft, Hölle, wenn man es so lesen will, aus und wird dann mit den Schauspielern gemeinsam während der Proben auch zu einer Textfassung kommen. Also 7.12. im Nord, Störenfriede. Dann bereits 2014 im Januar eine weitere Uraufführung. 13. Also wenn wir noch da sind, dann ist irgendwas ganz schief gelaufen. Es
Also ich kenne das ja in Hotels und Flugzeugen in Amerika, wo es die 13. Etage oder Reihe nicht gibt. Ausgelassen von Glückszahl. Also 13. Das Himmelreich, ein internationales Dokumentartheaterprojekt von Andres Feil. Andres Feil ist ja bekannt als Filmregisseur, Black Box BRD war vielleicht sein erster großer Erfolg. Er hat jetzt auch Spielfilme gedreht und ist ja hier durch die Übernahme der Produktion Der Kick auch dem Publikum im Theater vertraut. Und Andres Feil ist schon seit vielen Jahren, 7 Jahren, mit uns im Gespräch gewesen über eine Produktion. Und er hat sich seit langem mit einer intensiven Recherche dem Thema der Banken genähert. Nun kennen wir das alle aus den Zeitungen, aber was Andres Feil anders macht, als viele Journalisten es vielleicht auch zeitlich können, dass er nämlich über sehr, sehr lange Zeiträume immer wieder Banker befragt nach dem, was tatsächlich vorgeht. Er ist also wirklich bis in die höchsten Kreise vorgedrungen. Oft sind es auch Banker, die jetzt im Ruhestand sind oder in den Ruhestand gehen, die dadurch auch etwas offener sind. Und er hat also über 1000 Seiten Interviewprotokolle geführt, um herauszubekommen, was ist denn nun wirklich dran, wie sieht es denn die Gruppe der Entscheidungsträger, was tatsächlich in dieser Welt mit dem Geld passiert und was es auslöst und welche Intentionen stecken dahinter. Und das ist sehr spannendes Material, das verdichtet wird zu einem Theaterabend. Das könnte so eine Konstruktion sein, ein Altersheim für Banker, so also eine Vorhölle sozusagen, und wo diejenigen, die nicht mehr an dem Entscheidungshebel sitzen, aber darüber reflektieren, was eigentlich geschieht. Und das wird aus diesem dokumentaren recherchierten Material entstehen als Text und wird eine Koproduktion sein mit dem Deutschen Theater Berlin. Wir haben hier am 11. Januar 2013 die Premiere und danach ist die Berliner Premiere am Deutschen Theater. Vielleicht muss man noch sagen, dass es für dieses Projekt auch eine Unterstützung von der Bundeskulturstiftung gegeben hat. Das heißt also, das ist schon eine sehr komplexe, große Arbeit, wo zwei große Theater zusammenfinden. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass auch in der Besetzung sich die Mischung der Ensembles Stuttgart und Deutsches Theater Berlin spiegeln wird. Und wir sind jetzt eigentlich am Start, die Fassung auch lesbar zu machen. Also es werden nicht 1000 Seiten bleiben. Auch noch im Januar 2013, am 25. Januar, ist eine weitere Uraufführung, Die Apokalypse. Das bezieht sich dann ganz direkt natürlich auf unser Thema. Ulrich Rasche, der ja in der letzten Spielzeit den 30. September ein komisches Projekt vorgestellt hat, wird sich mit der Offenbarung des Johannes vor allem beschäftigen und er wird in seiner Inszenierung die Spuren apokalyptischen Redens verfolgen bis in die Gegenwart. Wo tauchen heute Propheten auf, die uns, sei es Krieg, sei es Naturkatastrophe, immer wieder von der Apokalypse sprechen? Und welche Rhetoriken werden benutzt? Wie taucht also das, was wir aus der Apokalypse, aus den Texten, aus der Offenbarung kennen, immer wieder auch in rhetorischen Mustern auf? Und da gibt es interessante Entdeckungen zu machen und es wird ein musikalisch-theatraler Abend werden, mit Gesang, mit Musik, kein chorischer Abend, aber ein neues, spannendes Projekt, Uraufführung von Ulrich Rasche. Die darauffolgende Premiere heißt Das Leben, mein Traum, Calderon. Das Stück ist fast zeitgenau so alt wie Hieronymus Boschs Triptychon, gehört zum Kanon der Welttheaterliteratur und der junge Thronfolger Sigismund wird, um vor den Wirren der Gegenwart geschützt zu sein, von seinem Vater in einem Turm aufgezogen, also abgeschottet von der Gesellschaft. Man will herausfinden, ob die widrigen Einflüsse des Lebens, wenn man sie fernhält, dazu führen, dass der Mensch sein Gutes entfaltet. Dann wird Sigismund intronisiert, wird ein furchtbarer Regent, führt sich also mit Gewalttaten und Vergewaltigung ein, wird daraufhin sofort wieder in den Turm zurückgesetzt
Und es wird ihm vorgespielt, dass diese kurze Begegnung in der Realität nur ein Traum war. Eine Zeit später, als sein Vater stirbt, wird er dann tatsächlich König und verarbeitet diese schreckliche Traumerfahrung positiv und wird ein von allen geachteter Herrscher. Das heißt also eigentlich ein ganz philosophisch aufgeladener Stoff, der inszeniert wird, und da ist eine Änderung mit verknüpft, nicht von Sebastian Baumgarten. Sebastian Baumgarten wird einer Berufung für eine Professur folgen, sondern von Peter Kastenmüller. Peter Kastenmüller gehört zu den wichtigsten Regisseuren der Gegenwart, hat sehr viel in Berlin, in der Schweiz, in Zürich und auch in München an den Kammerspielen gearbeitet. Es ist die erste Arbeit hier. Das ist eine sehr kurze Verbindung zu Peter Kastenmüller gewesen. Ich bin auch sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Und mit seiner Regie ändert sich entgegen der Ausdruck auch im Spielzeitbuch der Premierentermin auf den 21. Februar. Also 21. Februar, hier in diesem Raum, Premiere, Das Leben ein Traum, Regie Peter Kastenmüller. So, jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil von Angst reißt mit. Darf ich euch noch mal bitten? Ich erweitere den Figurenkreis um zwei junge Journalisten, Ansgar und Kevin. Und wir versuchen uns mal zusammenzubringen. Ich heiße Carla, in Klammern 55, und das ist mein Mann Karl. Mein Name ist Ansgar Freiherr von Riebenbach-Altdorf, und das ist Kevin. Kevin, einfach nur Kevin. Ich bin Lehrer, meine Frau war auch Lehrerin, aber... Ich habe mich aus dem aktiven Schuldienst zurückgezogen. Nachdem du mehrfach mit der Waffe bedroht worden bist, muss man dazu sagen. Schade, dass die Evolution immer die Brutaleren bevorzugt. Heute engagiere ich mich ehrenamtlich für Kinder aus bildungsfernen Schichten. In der Frauengruppe für Guerillabepflanzung und in der Bürgerwehr gegen Windkraftanlagen. Das scheint sehr sinnvoll, mit den jungen Menschen, die Sie in die Berufsunfähigkeit getrieben haben, als Zeichen des Vergebens Gärten anzulegen. Ich habe es stets verstanden, dass die Aggression der jungen Menschen auf ihrer Chancenlosigkeit in unserer kapitalistischen Gesellschaft beruht. Der Untergang unserer Gesellschaftsordnung ist absolut selbstverschuldet. Da gebe ich Ihnen recht. Wo sind Sie denn tätig? Online. Wir sind Journalisten. Ah, dann ist Ihr penetrantes Starren auf meinen Körper vermutlich neugieriges, wertfreies Interesse, mit dem Sie gleichsam versuchen, die Welt zu begreifen, um sie zu vermitteln. Wir wollten nie etwas anderes sein als wertfreie Beobachter. Journalismus ist ein anspruchsvolles Handwerk, das weit über die Fähigkeit hinausgeht, unfallfreie Nachrichten zu formulieren. Unfallfrei. Ein wichtiges Wort, bedenkt man die vorherrschende Abwesenheit von Intelligenz bei den meisten Medienmitarbeitern. Angesichts Ihrer Übersetzerfunktion wäre es unangebracht, wenn Journalisten die Welt grundsätzlich anders wahrnehmen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die Bevölkerung hat ein nachhaltiges Recht auf verständliche Informationen. Warum das denn? Oh, Sie ermüden mich. Ich bin komplett überflutet. Böses Wort. Sagen wir, ich bin vollkommen erschöpft beim Anblick dieser Zelte, in denen wir nun zwei Wochen übernachten werden, um ein Gefühl der Ursprünglichkeit kennenzulernen. Ich halte es für eine große Chance, uns und vielleicht auch unsere Körper wieder neu zu entdecken. Dankeschön. Jetzt machen wir weiter im Spielplan, und zwar, was geschah mit Baby Jane? Das ist eigentlich ein Roman, den kaum jemand kennt, von Harry Burrell gewesen, der aber durch die Verfilmung durch Robert Aldrich in den 50er Jahren für Furore gesorgt hat, weil nämlich hier zwei... Ulrich Rasche ist falsch, es ist Christian Weise. Inspirieren wird. Vielen Dank für den Hinweis. Und zwar haben Bette Davis und John Crawford, die damals in den 50er Jahren auch schon in den 50er Jahren ihres Lebens waren, also schon zwei ältere Hollywood-Stars, spielen die zwei Figuren
des Films zwei Schwestern. Eine davon, Jane, war ein Kinderstar und ist dann aber sozusagen untergegangen. Die Karriere ging nicht weiter, während ihre Schwester Blanche ein großer Filmstar wurde. Und dann kam es aber zu einem tragischen Unfall und Blanche, die Erfolgreiche, wird in den Rollstuhl gefesselt und es bleibt bis zum Ende des Films unklar, was hat Jane mit diesem Unfall zu tun. Wir gucken dann gleich in einen Ausschnitt herein. Beide sind in dem Haus, das Blanche besitzt. Sie droht es zu verkaufen. Die Spannung zwischen den beiden Schwestern wächst. Es ist ein Psychothriller und wir schauen mal kurz in den Filmausschnitt hinein. Jane, entschuldige bitte, mein Frühstück wollte ich noch nicht. Ich wollte nur furchtbar gern wissen, wer eben geläutet hat. Weiter nicht, hm? Diese neugierige Mrs. Bates ließ sich groß über deinen Film im Fernsehen aus. Und gefiel er ihr? Auch heute noch? Und gefiel er ihr? Auch heute noch? Er gefiel ihr. Ich erinnere mich noch an die Premiere. Die Begeisterung war überwältigend. Die Kritiker nannten mich einen Weltstar. Und aus welchem Jahr soll diese Lobeshymne stammen? Das weißt du doch genau. Die Premiere war 34, nachdem ich Moonglow abgedreht hatte. Weißt du noch, was ich zu der Zeit gedreht habe? Doch ja. War es nicht eine Komödie mit dem Regisseur Lloyd? Keine Komödie, eine Liebesgeschichte. Das unglückliche Herz. Martin McDonald sagte zu mir, ich wäre sensationell. Aber der Film wurde niemals gezeigt, nicht mal im Flugzeug. Feldman war darüber sehr unglücklich, aber die Gesellschaft war in einer finanziellen Krise. Ach, waren die Geschäfteten zu der Zeit das Geld, aber sie wollten mich nicht rausbringen. Denn sie hatten damit zu tun, den Weltstar Blanche zu verkaufen und die Schwester Jane störte sie dabei nur. So, das ist die Filmfassung. Am 2. März ist die Premiere der Theaterfassung in Szene von Christian Weise mit Katharina Ströhren und Corinna Harfuch. Und wer das spielt, wissen wir noch nicht. Am 23. März folgt dann die Premiere von Angst reißt mit, eine Uraufführung. Die zweite Uraufführung, die ich zusammen mit Sibylle Berg machen werde. Angst reißt mit zeigt vier europäische Bürger, Zeitgenossen, die sich auf einen Urlaub in Asien vorbereitet haben und bei der Ankunft enttäuscht werden, weil sie auf einer völlig kahlen Insel landen. Von zwei sogenannten Eingeborenen begrüßt werden und in diesem Nichts die Selbstzersetzung beginnt. Das betrifft die ersten drei Szenen. In der vierten Szene kommt es zu einem Übergriff. Die vier werden als Geiseln genommen. Es werden keine politischen Forderungen daraus abgeleitet, aber es ist ein gewalthafter Übergriff, der dazu führt, dass die Frau sich widersetzt und die drei Männer eigentlich ganz froh sind, dass sie als Geiseln genommen wurden. Sich also auf dieser Insel anfangen einzurichten, die Frau flieht und am Ende gibt es eine Auflösung, die das ganze Geschehen nochmal in einen völlig neuen Zusammenhang setzt. Wir sind dabei, die Inszenierung vorzubereiten. Das wird eine sehr musikalische Arbeit. Untertitel ist eine Zeitoper oder eine Freizeitoper. Das heißt, es wird einen singenden Chor geben und die agierenden Figuren, das werden Sie vielleicht, wenn Sie Hauptsache Arbeit noch in den Gedanken haben, wissen, switchen zwischen Gedanken, die wir teilen können, zwischen Gedanken, die in die Zukunft eilen und sind natürlich durch die überspitzten Formulierungen von Sibylle Berg sehr superb und auch provokant. Und die Verknüpfung mit der Autorin, die ich vorhin genannt habe, am 1.10. deutet ja darauf hin, dass wir da auch sehr eng zusammenarbeiten jetzt in der Vorbereitung. Dann folgt am 12. April die Premiere eines neuen Stückes von René Polisch. Ein neues Stück ist natürlich auch ein Arbeitstitel. Ich nenne mal die drei letzten, oder drei der letzten, muss man bei René Polisch ja immer sagen, Arbeiten, die er gemacht hat. An der Volksbühne in Berlin, Kill Your Darlings, Streets of Berladelphia. Wir sind schon genug in Frankfurt und eure ganz großen Themen sind weg an den Kammerspielen in München.
René Polish ist als reisender Regisseur und Autor eigentlich nur noch, sage ich mal, von einem Publikum wahrnehmbar, was diese Reisen mitvollzieht. Es ist also eine völlig neue Form von Theater entstanden über die Jahre, an der wir ja als Station immer beteiligt sind. Das ist aber ganz wichtig zu wissen, weil die Themen, die er bearbeitet, die Schauspieler, mit denen er arbeitet, sich in diesen einzelnen Inszenierungen immer wieder vermischen und Anschlüsse schaffen. So wird es, wir sind da zwar noch nicht ganz zu Ende, aber auch für unsere Arbeit hier so sein, dass Spielerinnen und Spieler auftauchen, die in anderen Theatern gespielt haben, dass es vielleicht auch einzelne Besetzungen gibt aus Arbeiten, die sehr lange her sind in Stuttgart. Aber das sind alles Verbindungen, die der René Polish schafft und die zu einem künstlerischen Gesamtwerk führen, das man im Moment fast nur noch aus der Vogelperspektive erkennen kann. Ich freue mich aber sehr, dass es gelungen ist, René wieder zu gewinnen. Wir hatten in der letzten Spielzeit seine Arbeit leider nicht in Stuttgart, weil wir in der Thürlenstraße da nicht zusammengekommen sind. Es folgt dann das Magazin des Glücks, ein Wochenende, in dem wir uns mit der Autorin Dea Lohr beschäftigen werden. Darauf gehen wir im Anschluss gleich noch genauer ein. Es wird also mehrere kleine Inszenierungen geben. Die Vorlage Magazin des Glücks ist eine Folge von, glaube ich, 11 kurzen Texten, die Dea Lohr mal in Hamburg geschrieben hat. Und die Premieren werden am 13. und 14. April hier im Nord sein. Wir machen einen Sprung dann bereits in den Juni. Am 7. Juni wird ein Projekt von Rimini-Protokoll seine Uraufführung hier bei uns erleben. Rimini-Protokoll, das Künstlerkollektiv, die ja seit vielen, vielen Jahren dabei sind, immer wieder eine Kategorie, eine Gattung des Theaters neu zu erfinden, ein dokumentarisches Theater. Sie haben dort wirklich eine Zeitenwende, kann man fast sagen, eingeleitet mit ihren Produktionen. Und einigen von Ihnen sind Sie ja vielleicht auch hier in Stuttgart noch bekannt. Sie haben ja für uns 2007 die Peimann-Beschimpfung inszeniert mit 80 Leuten vom TV Stammheim, die damals hier auf der Bühne waren. Diesmal wird es eine andere Art von Produktion sein. Es gibt auch einen Arbeitstitel, der heißt Qualitätskontrolle, eine Science Fiction. Das Thema, worauf Sie sich beziehen, ist, wie weit reichen unsere technischen, wissenschaftlichen Möglichkeiten, unser Leben bereits vor der Geburt zu kontrollieren. Das heißt, die Frage, welche Untersuchungen machen wir, bevor ein Kind überhaupt geboren wird, was ergeben sich für Folgen daraus, ist eine heiß umstrittene Frage. Was sind besondere andere Kinder, welche Lebensmöglichkeiten gibt es, wer versucht etwas durch Methoden, die die Technik bietet, zu beeinflussen. Dieses schwierige Thema werden Sie wieder mit Experten des Alltags auf die Bühne bringen. Sie wollen es aber sehr frei, offen, nicht moralisierend behandeln aus den verschiedenen Perspektiven, die an solchen Prozessen beteiligt sind. Und das wird, glaube ich, eine sehr spannende Premiere dann im Juni hier bei uns im Nord. Die letzte Premiere, die wir in der Spielzeit planen, wird unter dem Titel Großes Fressen eine Inszenierung von Volker Lösch werden. Damit setzen wir in das ganze Gebilde des Spielplans auch den Schlussstein. Kennen Sie den Film Das große Fressen. Es wird aber keine Bearbeitung des Films sein. Es wird aber um das Thema gehen. Wie ernähren wir uns? Was ist für die Zukunft als globales Thema interessant? Das rutscht ja im Moment bei der ganzen Gelddebatte viel zu sehr in den Hintergrund. Und über die Arbeitsweise von Volker Lösch sind Sie ja eingeweiht. Es wird also eine Recherche geben, es wird eine Teamarbeit geben in der Vorbereitung. Und wir werden damit auch mit einem großen Teil des Ensembles gemeinsam die Spielzeit abschließen. Das sind die einzelnen Premierenstationen. Ich würde jetzt gerne Kecke Schmidt mit zu uns nach vorne bitten. Herzlich willkommen.
Kecke Schmidt ist im Moment mit der Vorbereitung des Wochenendes, Magazin des Glücks, befasst. Und vielleicht steigen wir am besten so ein, Kecke, dass du kurz vorstellst, worum es an den zwei Tagen gehen soll. Vielleicht muss man sagen, dass wir ja in vorigen Jahren immer ein Autorenwochenende gemacht haben und dass das diesmal wegfällt und dass wir gedacht haben, wir kehren das Prinzip um. Wir stellen eine Autorin ins Zentrum, nämlich Dea Noor, von der wir im Gegensatz dazu, dass wir immer wieder viel von ihr gesprochen haben, dann doch sehr wenig gemacht haben, nämlich Fremdes Haus eigentlich nur. Und diese, sie war auch beteiligt an dem Zustandekommen des kubanischen Autorenwochenendes. Aber wie gesagt, die Dea Noor steht im Zentrum und stattdessen sollen vier junge Regisseure ihre Handschrift zeigen. Also eigentlich werden diese zwei Tage eine Art Probierfeld für vier junge Regisseure sein. Zwei junge Frauen, die bei uns am Haus Assistentinnen sind, Anna Drescher und Sarah Schmid. Und zwei junge Männer, die von außerhalb kommen. Jan Koslowski ist Regieabgänger von der Theaterakademie in Ludwigsburg und Sebastian Martin, den meine Kollegin Beate Seidel als Regieassistenten am Theater Bremen kennengelernt hat. Und diese vier werden sich Texte aussuchen von Dea Noor, die zwar nicht alle aus dem Magazin des Glücks stammen. Wir fanden nur den Titel dann noch sehr vielsagend und schön. Vielleicht noch einen Satz zu diesem Titel. Er ist Horvath entlehnt, womit Dea Noor natürlich auch eine kleine Referenz an einen ihrer Lieblingsautoren oder einen ihrer literarischen Vorbilder macht. Und Magazin des Glücks sollte ein Stück sein, was Horvath für Max Reinhardt, das Deutsches Theater in Berlin, schreiben sollte, 1932. Und das sollte eine Art, fast Sibylle Berghaft, eine Vorwegnahme heutiger Freizeitparks sein, wo an fiktiven und realen Orten Menschen zur Regeneration sein konnten. Also eine Art Garten der Lüste, wenn man so will. Und das war natürlich ironisch auch der Titel, auch schon bei Horvath. Also Glück, Magazin des Glücks als anzustrebender Zustand, aber keinesfalls als Beschreibung der Welt. Und eben unter diesem Titel, hast du wie schon angedeutet, hat die Dea Noor verschiedene kurze Texte auch in schneller Zeit geschrieben, damals für ihren Leib- und Magenregisseur Andreas Kriegenburg, der die in kurzer Folge inszeniert hat und auch gezeigt. Und im Moment ist der Stand der Dinge, dass die beiden jungen Damen aber zwei andere Texte nehmen werden, und zwar Manhattan mit Dea und Blaubart. Das sind, wie die Titel schon sagen, zwei Überschreibungen antiker Stoffe. Also Manhattan mit Dea transponiert das Medea-Thema ins heutige New York, in so ein Flüchtlings- und Outcast-Milieu. Und der Blaubartstoff von den Brüdern Grimm und von Charles Perrault wird auch neu erzählt. Es ist ein heutiger Schuhverkäufer. Es ist übrigens auch ein Stück, was damals für Andreas Kriegenburg und für ein damaliges Ensemble am Residenztheater geschrieben wurde. Und ein Schuhverkäufer sucht im Grunde in jeder neuen Frau seine eine Liebe, die sich umgebracht hat, weil sie aus Liebe sterben wollte. Und alle anderen Frauen sehen in ihm wiederum die Projektionsfolie für ihre Träume von der Liebe und müssen dafür immer mit dem Leben büßen. Also das ist auch so wie so ein Recycling dieser Blaubart-Figur. Und die beiden Herren sind im Moment dabei, sich die Stücke aus Magazin des Glücks auszusuchen. Wahrscheinlich wird das Licht sein. Licht ist bearbeitet eigentlich die Geschichte von Hannelore Kohl, also von dieser Lichtempfindlichkeit oder dieser bestimmten Erkrankung, die sie hatte. Und diese Figur wird zwar so nicht genannt, aber es wird deutlich, dass es da auch darum geht, eigentlich um so eine Allegorie auf die endende Bonner Republik im Grunde. Und der andere junge Mann interessiert sich im Moment entweder für das Stück Hund, was so eine Art Hommage an Giacometti ist, wo sich ein hinkender Dieb und eine blinde Hure begegnen, oder aber für das Stück Hände. Das ist ein sehr makabrer Dialog im Grunde von zwei Männern mit amputierten Händen, und es treten dann auch noch auf ihre Frauen und die zwei Gebermänner, die wiederum ihre Hände, also die tot sind natürlich, und deren Hände dann den anderen angenäht werden. Und bei dem Thema, man hört es schon so ein bisschen raus, also es sind häufig makabre, düstere Geschichten, die aber fast manchmal die Probe aufs Exempel machen,
in welchem Organ, in welchem Körpersinn steckt die Identität des Menschen, weil es wird immer wieder experimentiert mit Blindheit, mit Taubheit, mit amputierten Beinen, Gliedmaßen. Das klingt jetzt sehr makaber, wie gesagt, aber es enthält auch immer einen grimmigen Humor von dieser Autorin und diese wunderbare, klare Sprache, die sie hat. Also ich denke mal, in diesen vier Texten wird man dann, die man an zwei Abenden sehen wird, jeweils durch eine Pause getrennt, also an einem Abend zwei und am nächsten Abend die anderen zwei, da wird man schon so Facetten aus ihrem Werk auch sehen können. Und dazu eben die Handschriften von diesen jungen Regisseuren. Zu ergänzen ist vielleicht, dass Dea Lohr an dem Wochenende auch hier sein wird. Die Verbindung zu ihr ist eine sehr enge. Sie ist aber als Hausautorin am Deutschen Theater in Berlin. Dort werden ihre Stücke uraufgeführt. Und wir haben gedacht, wir versuchen es dann auf eine andere Art und Weise, sie überhaupt in Stuttgart auch mal so komplex vorzustellen. Sie gehört zu den wichtigsten Autorinnen der Gegenwart, sowohl im Romanbereich als auch in der Theaterliteratur. Und insofern sei der Verweis auf dieses Wochenende an sie gerichtet. Ich versuche mal jetzt das Ganze zusammenzufassen. Wir haben, und der Einblick von Kecke beweist das jetzt nochmal, ein sehr breites Spektrum für sie vorbereitet. Der Spielplan umfasst 8 Uraufführungen, das heißt eine Balance, sich mit neuen Stücken und Texten an sie zu wenden und gleichzeitig aber auch mit tradierten Stoffen umzugehen, ist Absicht. Wir stehen mitten in einer Zeitenwende. Die Krise, die viel benannte, beschriebene, ist kaum noch zu durchdringen. Als wir am Montag hier angefangen haben, habe ich versucht, vor dem Ensemble zumindest auch einen Gedanken in die Richtung loszuwerden. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle, da meine ich Sie auch, das Vertrauen auf unsere eigene Wahrnehmung, das Vertrauen auf unsere eigene Meinung behalten, dass man dem nachgeht und sich nicht zu sehr in den Strudel der Vielfalt und der Verwirrung hineinziehen lässt, denn diese persönliche Betrachtung der Dinge ist die Grundlage für alles, was dann am Ende aus einer Gesellschaft auch herauswachsen kann. Dafür würden wir gerne für Sie da sein. Wir hoffen, Sie sind für uns da. Sagen Sie weiter, wo wir jetzt sind. Alles Praktische, was mit der neuen Spielstätte verbunden ist, haben wir heute ausgeklammert, um nicht noch zusätzliche Verwirrung zu stiften. Sie sitzen jetzt hier. Wir sind bemüht mit unseren Mitarbeitern, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Nord suchen, auch hierher zu leiten. Das werden wir sehr intensiv tun für die ersten Premieren und für die ersten Vorstellungen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir einen guten Absprung gefunden haben in die Saison. Ihnen einen schönen Sonntag. Allen Beteiligten vielen Dank. Auf Wiedersehen. Zum Abschluss wollen wir Ihnen noch einen Apfel kredenzen im Sinne des Gartens der Lüste, des Spätsommers, des Herbstes und der Sinnlichkeit. Auf Wiedersehen!